Weltuntergang! Mega Endboss-Fight gegen Ganon! Mann, ist der hässlich! Lass mich! Macht er jetzt alle Attacken von anderen Gegnern? Oder was? Ja, macht er anscheinend schon. Also ist er an, jetzt, wie es aussieht, ein... Ziehen ihn an deinem haarigen Schwanz. Aber das hat ihm nicht gereicht. Moment, kann ich das nicht? Mit dem Bumerang irgendwie... Oh ja, doch. Kann ich? Oh. Aber das bringt auch nichts. Oh, Mann, ist der hässlich. Was macht er denn jetzt? Ach so, da hätte ich ihm... Er ist anscheinend ein Remix von allen Bossen, die wir bisher gesehen haben. Da kriegst du nochmal rein. Bomben. Bams. Reicht das dir jetzt, um zu sterben? Warte, gar noch eine Mauer. Hast du... Nee, ich früher schon gegen ähnliche Feinde gekämpft? Das habe ich eben schon erklärt. So, da kriegst du... Du führst einen Gegenstand mit dir, der ist ungeheuer wirksam. Ja, die Pfeile eigentlich, ne? Wow. Mist. Wow. Oh, da, Auge. Scheiße, ich habe auch nichts mehr, um mich zu heilen. Das heißt, Rückzug. Haben wir hier nicht irgendwo einen Heilkrug? Ah, da drüben ist einer. Bitte sag mir, dass da ganz viele Herzen drin sind. Ja, dankeschön. Da kriegst du. Bams. Oh. So, da Auge. Schieß rein. Och, Mann, dann schieß halt selber. Oh, was war das für eine Attacke? Keine Ahnung. Schon einfach so eine Random-Attacke. Bams! Und jetzt da reinschießen. Ja, gut. Sag mir bitte, dass er jetzt... Nein, er ist immer noch nicht paralysiert. Benutze die Lichtpfeile! Jetzt! Das ist Ganons Ende! Ich hab doch gar keine Lichtpfeile, Mann! Oder? Vielleicht die hier? Achso, nee. Sie gibt uns jetzt die Lichtpfeile. Toll, Ruto. Danke, dass du sie mir jetzt nach meiner Mega-Attacke gibst. Oh, scheiße. Kamera-Glitch. Dem Lichtpfeil wohnt die Stärke all deiner überlebenden Verbündeten inne. Yippie. Je stärker er ist, desto wirksamer kann er Ganons Bewegungen einschränken. Verbündeten haben die... Oh! So, dann kriegst du... Moment, kann ich hier vielleicht... Nee, ich kann hier so keine Items wechseln. Ich hab doch nur die normalen Pfeile. Meine Magie habt ihr! Ja, da kriegst du... Och, Mist, dann halt. Kriegst du halt nicht. Jetzt ist aber hier mega Fight. So, da kriegst du jetzt aber. Komm da rein. Ey, Mann, wieso? Ich hab doch... Nee. Ja, komm, dann schieß da rein. Ach so, jetzt endlich. Okay. Jetzt ist seine Schwächenanzeige erschienen. Das ist nicht gut. Und jetzt haut alle drauf. Gott, meine Freunde. Schnell weg. Da kriegst du meine Pfeile rein. Oder auch nicht. Ja, renn da nur durch. Boah. Ist der groß. Ja, dich habe ich geheilt, aber ich bin leider nicht geheilt. So, aber Ganon kriegt jetzt nochmal Pfeile rein. Und dann ist er gleich hoffentlich. Zumindest sehr stark geschwächt. Und jetzt nicht Pfeile, bitte. Bam. So, und jetzt kriegt er gleich nochmal ein paar. So, da und bam. In die Fresse geschossen. Ungefähr ein bisschen mehr als eine Hälfte. Die Hälfte seiner Leben ist weg. Aber ich habe auch nur noch ein wenig mehr als die Hälfte meiner Leben. Da hinten sind aber ganz viele Herzen. Das heißt, die sammle ich mal kurz ein. Du gibst mir doch bitte auch noch ein paar Herzchen, oder? Ach so, juppie, wir haben ein Level-Up erreicht. Das heißt, wir wurden wieder vollkommen geheilt. Finde ich gut. Was macht der denn jetzt? Wach. Was? Ach so, ja. Das habe ich kommen sehen. Und er macht hier echt alles kaputt. Oh Gott. So, da kriegst du Pfeile. Wenn du Pfeile haben willst, dann kriegst du auch deine Pfeile. So, da. Und jetzt richtig geil zu richten und gestorben. Ja. Ja, und jetzt noch einmal da. Ach, scheiße. Schnell weg.
Nein, jetzt machst du das, du kriegst mich nicht hier. Nein, nein. Ah, so, da kriegst du die aber. So, 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 so. So, jetzt noch einmal die normalen. So, dann einen fetten Lichtpfeil. Wing Power. Und jetzt noch einmal Finish Attacke. Bams. Ist er tot? Ja, er ist tot. Das sieht echt geil aus. Eins von seinen Hörnern davon ist schon abgebrochen. Link, du hast gar nichts gemacht! Wow. Geil, geil, geil. Oh nein, unsere Freunde. Bleibt nur noch eines. Wir müssen das Masterschwert an seinen Platz zurückbringen. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Ihr beide habt Hyrule einmal mehr den Frieden gebracht. Lebe wohl, Link. Oh nein, wieso? Link? Yeah! Geil! Durchgespielt! Zumindest die Story! Oh. Bewertung! Yeah! Wir sehen hier erst nochmal alle Charaktere anscheinend. Alle Typen, die mitgearbeitet haben. Oh, ich habe jetzt immer noch ein Lächeln auf den Augen. Auf den Augen? Auf dem Mund. Die Cutscenes sind so geil! Die Charaktere sind so wunderschön. Das Gameplay ist wirklich schwer, also man muss halt überall hinrennen, das ist vielleicht für manche ein bisschen langweilig, ich fand es eigentlich ganz unterhaltsam, obwohl es eigentlich ein bisschen, ja, lame ist, dass einfach immer mehr Gegner spawnen als als unsere Gruppen und dass die Gegner auch also, dass generell die ganzen CPUs nicht wirklich gekämpft haben. Die haben einfach mal alle 5 Sekunden sich gegenseitig geschlagen. Und zwar ein bisschen, naja. Aber das ist vermutlich bei Dynasty Warriors immer so. Ja, die Charaktere finde ich eigentlich ziemlich cool. Alle, sie haben auch jetzt ein ziemlich, man hat ziemlich viel von ihnen gemerkt. Also, man hat ihre Background-Story mehr oder weniger erfahren. Man konnte sich mit ihnen in gewisser Weise identifizieren oder auch nicht. Oh, und jetzt sind die Credits anscheinend schon fast vorbei. Die Story finde ich eigentlich ganz okay so. Auch damit, dass sie halt zusammengewürfelt wurden, die Zeiten dann. Hätten ein bisschen mehr Zeiten noch sein können, aber es reicht. Es ist genug. Es sind die drei Haupt-Zeldas. Ja, das mit den großen, das ist okay so, das muss man nicht weiter thematisieren, denke ich mal. Und ja, es ist ein sehr starkes Spiel, was auf Fanservice basiert, aber es ist ein sehr guter Fanservice. Es ist nicht einfach so hingepappt.
Ich würde sagen, ich gebe dem Spiel wirklich einen ziemlich hohen Wert. Wir haben ja auch noch nicht alles gesehen, aber ich würde sagen. Oh. Finn, Ende. Aber ich würde sagen, so. Ja, 9,5. Ja, doch. 9,5. 9,5. Gut. Wenn ihr euch damit nicht abfinden könnt, dann hatet mich in den Kommentaren. Dann werde ich es vielleicht nochmal mir überlegen. Aber zurzeit sage ich 9,5. Das kommt raus. Da bleibt noch. Das fliegt raus. Das bleibt. Das fliegt raus. Und dann haben wir ein bisschen Zeug. Argorox Stein. Ganons Hauer. Ach so. Aha. Ganons Panzerhandschuh. Ganondorf, Verzeihung. Ganondorfs. Starrenmeisterknochen und Dinodorus irgendwas und Yippie! Yay! Aber uns fehlen immer noch zwei Puzzle. Neuer Orden, der grün bewamste Held. Legendenmodus abgeschlossen. Der Heldenmodus wurde freigeschaltet. Die Schlachten sind schwieriger, doch du erhältst bessere Items von besiegten Feinden. Du kannst nun in jeder Schlacht zwei Skulltula erscheinen. Eine zweite Skulltula erscheinen lassen. Und so alles Kultula, vervollständigst du die Bilder. Ach, komm schon! Nein! Och, Mann! Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas Kreatives, aber. Ist das jetzt. In jeder Schlacht kann nun ein Schwierigkeitsgrad erhält. Bei den Schwierigkeitsgraden schwierig und hält. Ey, ernsthaft? Ernsthaft? Hält? Und bei schwierig kriegt man auch noch eine zweite. Da hätte ich die ganzen Dinger jetzt nicht auch schwierig spielen müssen. Aber egal. Na komm. Ich akzeptiere es. Ich sage nur, dass im nächsten Part dann der Abenteuermodus gestartet wird. Galerie schauen wir jetzt nochmal. Können wir bei Kämpfer betrachten? Wir können irgendwie immer nur noch Link betrachten. Ich weiß nicht warum. Aber hier, ich weiß nicht, ob ich das 8-Bit-Schwert schon gezeigt hatte. Ich glaube, ich hatte das schon mal gezeigt, ne? Ja. Ist hässlich. Aber es wird auch eine 8-Bit-Waffe für Zelda geben. Ja, ich gehe noch mal kurz in den Bazar als krönenden Abschied. Und es werden uns gespoilert, dass es noch vier weitere Charaktere gibt. Aber die schalten wir nur im Adventure-Mode frei. Den werden wir dann, wie gesagt, vermutlich im nächsten Part machen. So, komm, ich tu da jetzt so ein bisschen was reinhauen. Gleitstiefel 2, da kriegst du. Ne, und jetzt kann ich das andere nicht mehr machen. Ach komm. Auch nicht. Oh, schick, 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 schick. Kokiri-Schwert kriegst du noch. Ja. So, da unten kriegst du jetzt auch noch. Den Feuerinferno 2. Ja. Oh, und da unten Gesicht der grimmigen Gottheit. Ja. First Deity Link freut sich auf jeden Fall. Und da Lana kriegt auch noch ein bisschen. Zeug, den Feuerinferno 3. Hatten wir noch nie. Bei keinem einzigen Charakter Holzschwert hier noch ein bisschen. So. Gernendorf hat. Mehr können wir dann aber auch nicht mehr machen. Doch, Verteidigungsmedaillen können wir für Link noch eine zweite Flasche erstellen. Na toll. Hilft uns jetzt bestimmt mega. Nairos Umarmung. So, können wir hier noch für einen anderen Charakter irgendwas machen? Dafür Lana können wir auch noch eine zweite Flasche erstellen. Ja. Es ist schon sinnvoll. Naja. Können wir noch für irgendjemanden was. Nö, was machen? Nein, anscheinend ja nicht. Nee. Ich weiß nicht, ob ich nochmal den Heldenmodus so machen werde oder euch einfach nur die Skulltulas reinschneide. Ich kann mich nicht entscheiden, irgendwie. Ah, aber schwierig war ja schon schwierig und der Zelt wird mega schwierig, denke ich mal. Aber dann können wir auch nochmal die Herzteile alle suchen. Mann, ist das böse. Dann hätte ich das alles nicht zweimal machen brauchen müssen. Oh Gott. Ich wusste das zwar schon ein bisschen vorher, aber ich dachte, das wäre dann wirklich ein neuer Modus quasi. Ja.
Egal. Im nächsten Part geht's aber weiter mit dem Abenteuermodus. Ich mache jetzt vielleicht noch ein Smash Bros. Brawl Hack Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss! Spiel ist geil. Naja, kannst du auch lachen. Ja. Tschüss!